Also man muss schon sagen, Freunde, solche neuen Air Force wie zum Beispiel dieser hier oder auch dieser hier sehen schon extrem nice aus. Für mich ist generell der Air Force wirklich einer der geilsten Schuhe, die man sich so kaufen kann. Es gibt allerdings eine Sache da dran, die finde ich einfach extrem scheiße. Anders kann man das eigentlich nicht sagen, Freunde. Ich zeige euch einfach mal das Paar Air Force, die ich am meisten anhatte bis jetzt. Und zwar sind das diese hier. Ich denke mal, man wird das sehen, ne? Verzeiht mir, die sind jetzt nicht so sauber. Und ihr seht, was vorne ist, ja? Schaut euch die Schuhe einfach mal an. Ich glaube, die Leute, die selbst Air Force haben, die wissen genau, was ich meine. Und in diesem Video soll es heute um einen Trick gehen, wie man diese Falten vorne aus den Air Force rausbekommt. Diese Knicke, die da drinnen sind. Und es ist eigentlich relativ simpel. Man braucht dafür nicht so viel. Man braucht allerdings ein Bügeleisen, den Schuh selbst und am besten noch ein Handtuch. Und dann kann man diese Falten ganz einfach rausmachen. Das ist ein Trick, den habe ich letztens tatsächlich bei TikTok gesehen und habe mir gedacht, wir probieren das heute mal zusammen aus, ob das auch bei diesen hier gut funktioniert. Ich habe das tatsächlich schon bei welchen gemacht. Die muss ich mal kurz holen. Und die sehen wieder so aus. Also das geht klar, ne? Hier ist noch so ein großer Knick und den rauszubekommen wird auch schwer. Was hier für das gesamte Video noch wichtig zu erwähnen ist, Freunde, ist, dass mir dieser riesige Knick, der da drinnen ist, bei den neuen Schuhen, wenn ich sie mir in echt anschaue, gar nicht auffällt. Wenn man die alle allerdings in die Kamera hält, fällt das irgendwie viel mehr auf als in echt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann mir das nicht erklären, aber das ist relativ wichtig auch für das Ende von dem Video, Freunde. Denn dieser große Knick täuscht irgendwie einfach auf der Kamera. Ich weiß nicht, ob das an irgendwelchen Schatten oder sonst was liegt, aber in echt sieht das irgendwie nie so krass aus wie auf der Kamera. Da sieht dieser Knick immer größer aus. Da waren aber auch viele kleine drin und den Schuh hatte ich auch schon extrem viel angehabt, wirklich. Aber es ist tatsächlich relativ gut rausgegangen. Und bei dem hier ist das Ganze halt nochmal ein bisschen häufiger und deswegen habe ich mir gedacht, im Video heute probieren wir das bei dem rauszubekommen. Ob wir das schaffen werden oder nicht, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren raten. Ansonsten könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Hier kommen sehr viele, ich sag einfach mal, coole, interessante, hilfreiche Videos auf euch zu und kamen auch schon online. Könnt ihr auch mal gerne abchecken. Und ansonsten, wie gesagt, ihr braucht für das Ganze hier eigentlich nur ein Bügeleisen, ein Handtuch und wichtig, das Bügeleisen ohne Wasser einfach auf die höchste Stufe einstellen. Das werden wir jetzt machen. Ich stelle die Kamera kurz um und dann gucken wir, ob wir das hinbekommen. Ich muss sagen, ich bin selbst echt gespannt, Freunde. Freunde, an dieser Stelle muss ich euch einmal ganz kurz daran erinnern, diesen Kanal hier unbedingt zu abonnieren. Stellt euch einfach mal vor, das hier seid ihr, okay? Und das hier ist die Kurve mit den ganzen geilen Videos, die hier noch auf euch zukommen. Das bedeutet, es wird sich wirklich lohnen für euch. Und falls doch nicht, könnt ihr den Kanal hier einfach wieder deabonnieren. Kuss! Dann einmal noch ganz kurz die Erklärung, warum wir genau ein Handtuch drauflegen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Hat ganz einfach den Grund und am besten auch ein weißes nehmen, damit man natürlich nicht direkt auf dem Schuh ist. Das wäre, glaube ich, auch nicht so cool, weil der dann wahrscheinlich irgendwie schwarz oder braun oder so werden würde durch das Bügeleisen. Und ansonsten, je nachdem, wenn ihr jetzt einen schwarzen Air Force habt, dann ist das, glaube ich, relativ egal, welches Handtuch ihr nehmt. Wenn ihr jetzt wie ich allerdings weiße nehmt, würde ich euch schon empfehlen, auch ein weißes Handtuch zu nehmen, damit dann da nicht irgendwie von dem grünen Handtuch oder so die Farbe drauf kommt. Glaube ich, ist für jeden relativ verständlich. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, das Bügeleisen ist jetzt eingestellt hier, höchste Stufe. Und wir werden jetzt einfach, ich drehe den Schuh allerdings noch. Ich habe einfach einen Schuhspanner reingemacht, dass das Ganze vorne ein bisschen, ja, mehr einfach ausgepolstert ist. Und dann geht man einfach nur hier drüber. Das Ganze kann natürlich ein bisschen dauern. Ihr werdet da wahrscheinlich jetzt einfach gleich eine Timelapse sehen. Und ihr habt auf jeden Fall gesehen, wie es vorher aussah. Und wir gucken jetzt mal, wie ich das hinbekomme. We'll be right back.
Also das wäre jetzt das Ergebnis, gerade im Moment, wie der Schuh hier aussieht. Ihr seht, es ist schon ein bisschen runtergegangen, aber natürlich diese große Falte ist halt leider immer noch da. Ich weiß nicht, ob man das noch ganz rausbekommen würde. Bei dem anderen, wie gesagt, habt ihr das ja auch schon gesehen. Diese große Falte ist ja auch da geblieben. Da war die noch ein bisschen weiter oben, glaube ich. Ich glaube, wo wir bessere Chancen tatsächlich haben werden, ist dieser Schuh hier. Das ist einfach der andere, also der rechte davon. Und da ist das, glaube ich, nicht ganz so extrem, wie das bei dem anderen war. Und deswegen probieren wir das jetzt, würde ich sagen, einfach nochmal ganz schnell, wie das bei dem weggeht und ob wir das da vielleicht noch besser hinbekommen. Also was man sagen kann, auf der Kamera sieht das jetzt gefühlt wieder extremer aus als in echt. Ich finde aber, bei dem merkt man tatsächlich schon einen Unterschied. Also wenn ich mir das hier so anschaue, auf jeden Fall so ein bisschen flacher ist das schon geworden. Und ich glaube, wenn man das hier jetzt noch länger macht, wird das ähnlich wie bei meinem anderen. Und wird halt am Ende auch wieder so aussehen. Also wirklich, den Schuh, der sieht an sich nicht so schmutzig aus wie der hier. Aber der war auch von den Falten genauso wie die hier. Also ich glaube, ich würde mich schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ey, egal welcher Air Force das ist, aber das ist eigentlich bei jedem gleich, wie diese Knicke und Falten da halt eben reinkommen. Oder wie die dann aussehen. Also nochmal kleines Update. Ich habe es nochmal ein bisschen weiter gemacht und ihr seht, es ist noch mal besser geworden. Also je länger man das Ganze natürlich auch macht, desto besser wird das. So Freunde, das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen dabei. Ich würde euch empfehlen, probiert das einfach selber mal aus, wie das bei euch wird. Wie gesagt, bei jedem ist es halt ein bisschen anders. Fangt frühzeitig an zu versuchen, diese Knicke rauszumachen und nicht so spät wie ich, weil ich habe die Schuhe jetzt schon seit, ich würde sagen, ungefähr einem Jahr an und habe das bisher halt noch nie gemacht dabei. Deswegen sind die da schon etwas stärker drinnen. Ansonsten, wie gesagt, zum Beispiel bei meinen anderen Weißen, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, hat das sehr, sehr gut funktioniert, auch bei einem anderen Schuh davon, und deswegen ist das Ganze auf jeden Fall möglich, auch wenn das jetzt bei denen hier schon nicht mehr ganz so gut rausging und wahrscheinlich auch nicht 100% weggehen wird. Das war's mit diesem Video, Freunde, lasst ein Like und ein Abo da auf jeden Fall, aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde, ciao. Nun zu mir, Chris TV ist mein zweiter Channel, Unterhaltung und Unboxing soft auf meiner Welle, drückt auf Abonnieren, aktiviert ganz schnell die Glocke, bleibt ihr hängen auf den Videos, dann kann ich sie verdoppeln, never stop it, bin eine Ikone, wie die Cap schon sagt, wer sich jetzt noch fragt, was ich meine, schaut die Fashion an. German Hype, Fits auf Insta, du weißt, wer ich bin. Ja, trag die Ausschrift Icon für immer.